ja, eine neue Herausforderung und ein Abenteuer. Ja, ich sehe es für mich auch als Challenge. Einfach auch nach so langer Zeit im gleichen Verein und im gleichen Team wird es wie mal Zeit für eine Veränderung. Den Feinschliff holen für das, was noch kommt. Das Ziel von mir und auch ein Traum, weil ich das bis jetzt noch nicht geschafft habe. Ja, ich glaube, die WM ist für viele von uns ein grosses Highlight jetzt in der nächsten Saison. Und darum machen auch viele diesen Schritt. Und persönlich sehe ich diesen Schritt auch als gute oder ja, als Herausforderung oder als Challenge, dass man kann, sich noch einmal steigern kann und noch einmal wirklich die letzte Schlift holen für das Abenteuer. Also ich arbeite sicher weniger in Schweden, dass ich mich ganz auf die Uni konzentrieren kann. Also weniger für einen Job, dafür mehr für das Uni-Hockey. Jetzt bin ich gerade im Abschluss des Architekturstudiums und darum ist es wie beruflich auch für mich wie ein neuer Lebensabschnitt oder ein neuer Abschnitt in der Berufskarriere. Und den versuche ich jetzt dort oben in Angriff zu nehmen, aber habe im Moment noch keine Stelle hier oben. Bis ich etwas finde, habe ich die Möglichkeit, für mein altes Lehrbüro, wo ich meine Lehre gemacht habe, als Zeichnerin weiterzuarbeiten. Und dort habe ich 50% Arbeitsverhältnis und kann so wie Teil arbeiten und mich dann auch noch zu einem grossen Teil im Sport zu widmen. Also ich darf für meine Arbeitgeber hier in der Schweiz weiterarbeiten, ihre 40% Anstellung. Und so dort oben nicht, ich muss nicht auf Jobsuche in diesem Sinn.